Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Michael Will spielen. Ich bin Michael Will und dieses Riesending hier, das ist Arche Nova. Arche Nova ist ein strategisches, komplexes Zoo-Aufbauspiel. Das Spiel stammt aus der Feder von Matthias Wigge, wird für 1 bis 4 Spieler ab 14 Jahren empfohlen. Die Spieldauer wird mit 90 bis satten 150 Minuten angegeben und erschienen ist das Spiel bei Feuerland Spiele. Ich muss ganz ehrlich sagen, das letzte Spiel, vor dem ich so viel Angst hatte wie vor Arche Nova, war tatsächlich Scythe. Dieses Spiel ist beeindruckend in jeder Form. Es ist eine riesige Schachtel, es ist ein super komplexes Spiel, es hat überall Höchstwertungen bekommen und deswegen war ich immer so hin und her gerissen und habe mir gedacht, oh, das klingt echt super kompliziert, tue ich mir das wirklich an? Aber das habe ich am Anfang ja bei Scythe auch gedacht und es hat sich dann herausgestellt, dass das beste Spiel aller Zeiten geworden ist und deswegen habe ich mir gedacht, naja komm, hol's dir, fuchs dich mal rein und wir bringen das auf den Tisch und wir spielen's. Und ob jetzt Michael Will spielen, auch in diesen Chor der Lobeshymnen einstimmt, die ja Arche Nova inzwischen schon bekommen hat, das sage ich euch im Resümee. Wie Arche Nova gespielt wird, das erkläre ich euch jetzt und ich sage euch jetzt schon, ihr solltet euch vielleicht was zu trinken holen, die Sitze in die aufrechte Position bringen und das Rauchen einstellen, denn das könnte jetzt ein bisschen länger werden. Viel Spaß in der Regelerklärung. Natürlich beginnt auch bei so einem Klopper wie Arche Nova unsere Regelerklärung, wie immer, als allererstes mal mit dem Aufbau des Spiels. Das Wichtigste gleich mal vorweg, ihr seht schon, ich habe hier mal wieder ein bisschen Zusatzmaterial, was nicht Teil des Standardspiels ist. Also ich habe mir hier extra nochmal einen Organizer geholt, also alle diese Organizer-Komponenten, die extrem schick sind, wirklich. Die sind dazu gekauft. Solltet ihr auch Interesse an denen haben, ich packe euch den Link dazu einfach mal in die Beschreibung des Videos. Eurohell Design heißt die Firma, die herstellt. Hat mir sehr gut gefallen. Auch das mit diesen Farben hier, dass das zu den Farben der Karten passt, finde ich wirklich spitze gelöst. Wie gesagt, den Link packe ich euch in die Beschreibung des Videos. Der Aufbau des Spiels beginnt natürlich wie immer mit dem Auslegen des Spielplans. Der Spielplans von Arche Nova ist tatsächlich zweiseitig. Coolerweise ist es aber nicht so, dass es jetzt eine Seite für 1 und 2 Spieler gibt, wie das halt normalerweise der Fall ist, sondern die beiden Seiten dieses Spielplans sind absolut identisch, bis auf ein paar kosmetische Dinge. Also auf diesem Spielplan hier liegen die Zoo-Karten quasi parallel zum Board. Auf der anderen Seite liegen sie um 90 Grad gedreht. Je nachdem, wie ihr die Karten besser lesen könnt oder was euch eben besser gefällt, entscheidet ihr euch für eine Seite dieses Spielplans, legt den in die Mitte aus und bevor ich es vergesse, sucht euch auch noch den größten Tisch, den ihr nur finden könnt, denn ihr braucht auf dem Tisch richtig, richtig viel Platz. Zum Thema richtig viel Platz auch gleich noch ein Hinweis. Also ich habe jetzt tatsächlich den Spielaufbau so gestaltet, dass jetzt zumindest hier alles auf dem Tisch mal zu sehen ist. Ich habe euch eigentlich ein Spiel für 3 Personen aufgebaut. Ihr seht es hier auch schon, gelb, schwarz und rot sind im Spiel. Aber ich habe nicht wie üblich jetzt die Pläne und die Zoopläne und die Karten der anderen Spieler an die andere Seite des Tisches gelegt. Denn dafür haben wir schlicht und ergreifend auf unserem Tisch keinen Platz. Also ich bitte euch jetzt einfach, euch auf der anderen Seite da drüben noch 2 Spieler mit der schwarzen und der roten Farbe dazu zu denken. Der Aufbau, den jeder vor sich hat, ist aber identisch zu meinem. Das heißt, wenn ich euch jetzt dann später mal meinen Aufbau hier erkläre, dann könnt ihr euch natürlich auch vorstellen, wie der Aufbau der anderen beiden Spieler aussehen müsste. Das nächste, was ihr tut, ist, dass ihr den Pausenmarker auslegt. Es gibt hier eine Leiste auf dem Spielplan. Hier, das ist die Pausenleiste. Und ihr seht hier schon, hier gibt es Felder für 4, 3 und 2 Spieler. Ihr nehmt jetzt einfach diesen Pausenmarker.
der übrigens coolerweise tatsächlich eine hölzerne Kaffeetasse ist, ja, diesen Pausenmarker, den schnappt ihr euch und legt den hier auf der Pausenleiste auf das Feld, das zu eurer Spieleranzahl gehört. Ich habe euch ja schon gesagt, wir haben ein Spiel für 3 Personen aufgebaut. Das heißt, wir legen den Pausenmarker am Anfang hier mal auf die 3 und dann haben wir auch die Pausenleiste fertig aufgebaut. Das nächste, was wir für den Aufbau brauchen, das sind die Bonusplättchen. Bonusplättchen gibt es im Spiel eine ganze Menge. Die haben auf der Rückseite diesen Schild. Kann ich euch direkt auch mal von nahem zeigen. So sehen die auf der Rückseite aus. Ihr mischt die einfach alle und dann deckt ihr davon 4 auf. Die sehen auf der Vorderseite alle so aus, also die haben alle einen gelben Hintergrund. Und die 4, die ihr aufgedeckt habt, die platziert ihr an die 4 Plätze, an denen hier eben leere Bereiche vorgesehen sind. Wichtig dabei tatsächlich, es gibt ja hier am Anfang schon 2 Plätze für diese Tokens. Da sind aber schon Werte aufgedruckt, das heißt, auf diese beiden Plätze braucht ihr keine Bonusplättchen mehr zu legen. Da haben wir ja schon 2 aufgedruckt. Aber die nächsten 4 Plätze, die belegt ihr mit Bonusplättchen und die Bonusplättchen, die ihr nicht braucht, die packt ihr einfach gleich zurück in die Schachtel. Dann mischt ihr einfach mal alle Zoo-Karten. Zoo-Karten, das sind grundsätzlich die Karten, die auf der Rückseite so dreifarbig sind. Davon gibt es wirklich sehr, sehr, sehr viele. Normalerweise mischt ihr jetzt den ganzen riesengroßen Stapel und stellt ihn eben hier auf den entsprechend dafür vorgesehenen Platz. Ich bin ja ein Schussel, habe ich euch ja schon öfter gesagt, deswegen habe ich diesen Stapel auch öfter mal umgeworfen und deswegen finde ich ja diesen Organizer so geil, weil da stellt ihr einfach jetzt hier dieses Ding hier drauf, dann könnt ihr hier schön Karten rausziehen und wenn ihr die erste Hälfte des Stapels durchgearbeitet habt, nehmt da einfach die zweite Hälfte des Stapels und füllt die da wieder ein. Jedenfalls mischt ihr die Karten alle, legt die hier als Nachziehstapel auf das entsprechende Feld und dann deckt ihr 6 Karten davon auf. Wichtig, die deckt ihr erstmal verdeckt auf. Die dreht ihr noch nicht um. Die Karten werden erst später umgedreht, wenn sich denn dann jeder für seine Handkarten entschieden hat. Solange wir aber noch nicht wissen, wer welche Karten in der Hand hat, bleiben diese Karten hier erstmal in den entsprechenden Feldern verdeckt liegen. Als nächstes packen wir dann die Sortierkästen aus. Im Spiel, im Originalspiel, sind natürlich 2 so coole Sortierkästen drin, in denen man die ganzen Gehegeplättchen einsortieren kann am Anfang. Die holt ihr dann raus, die brauchen wir im Verlauf des Spiels. Ich habe hier ja diese etwas anderen Organizer, wo diese ganzen Plättchen noch etwas besser organisiert sind. Egal, was ihr habt, ob ihr jetzt das Original habt oder das von Eurohell, stellt das einfach auf den Tisch, damit jeder Spieler später dann seine Zooplättchen gut erreichen kann. Das nächste, was ihr auslegt, ist das sogenannte Verbandstableau. Das ist das Tableau, was ich euch hier ausgelegt habe. Dieses mit dem braunen Hintergrund hier. Auch das habe ich euch jetzt ein bisschen platzsparend hingelegt, denn da geht es ja um Artenschutzprojekte und normalerweise bräuchte man hier oberhalb von diesem Tableau auch nochmal Platz, wo man dann Karten hinlegen kann. Also hier unten werden ja am Anfang schon Artenschutzprojekte ausgelegt. Später im Spiel habt ihr die Möglichkeit, zusätzliche Artenschutzprojekte zu spielen und die werden dann oben an diese Tafel angelegt. Also wenn ihr das Spiel aufbaut, denkt dran, dass ihr, wenn ihr diese Tafel auslegt, oben Platz für Karten braucht und unten Platz für Karten braucht. Auf dieses Verbandstableau liegt ja dann noch gleich noch zusätzliche Tokens. Also hier gibt es Plätze für die sogenannten Partner-Zoos. Die gibt es für jeden Kontinent. Also wir haben hier Amerika, wir haben hier Europa, wir haben Afrika, wir haben Australien und wir haben Asien. 5 verschiedene Partner-Zoos, die eben möglich sind. Ihr nehmt für jeden Kontinent 1 dieser Plättchen und legt das eben hier in den entsprechenden Bereich auf dem Verbandstableau. Genau im gleichen Atemzug holt ihr euch auch noch Universitäten. Universitäten, das sind diese Plättchen hier. Auch davon gibt es 3 verschiedene. 1 mit 2 Mikroskopen, 1 mit einem Mikroskop und diesem Hut mit der 2 und eine mit einem gesteigerten Handkartenlimit und dann eben auch diesem Hut, was dem Ruf entspricht. Und ihr nehmt auch hier von jeder Sorte 1, also von jeder Art eine Universität und legt jeweils 1 dieser Plättchen in den entsprechend dafür vorgesehenen Bereich auf dem Verbandstableau.
Dann habe ich euch schon gesagt, in diesem Verbandstableau hier unten drunter und oben drüber geht es hauptsächlich um Artenschutzprojekte. Es werden am Anfang gleich drei Basis-Artenschutzprojekte ausgelegt. Und zwar gibt es auch hier einen Kartenstapel mit auch diesem Schild hier auf der Rückseite. Diese Basiskarten, die mischt ihr einfach einmal ordentlich durch und dann deckt ihr die obersten drei Karten auf. Das habe ich euch hier schon mal gemacht. Also je nachdem, wie viele Spieler mitspielen, bei 1 bis 3 Spielern deckt ihr drei Karten auf, so wie wir es jetzt hier aufgebaut haben. Wenn ihr zu viert spielt, deckt ihr hier natürlich 4 Karten auf. Auch das seht ihr hier, weil hier ist ja so ein 4-Spieler-Symbol aufgemalt. Das bedeutet also bei 4 Spielern alle 4, bei 3 oder weniger Spielern gibt es hier 3 Karten und es gibt sogar noch eine Sondergeschichte für, wenn ihr nur zu zweit spielt. Wenn ihr nur zu zweit spielt, dann holt ihr euch solche Markersteine, also solche quadratischen, solche würfelförmigen Marker in irgendeiner Farbe, die nicht am Spiel teilnimmt. Und dann markiert ihr auf der linken Karte das linke Feld, auf der mittleren Karte das mittlere Feld und auf der rechten Karte das rechte Feld. Diese Felder stehen euch dann nämlich im Spiel zu zweit nicht zur Verfügung. Also von den ausliegenden 9 Optionen streicht ihr quasi nochmal 3 weg, wenn ihr denn im Spiel nur zu zweit spielt. Dann gibt es noch zusätzliche Karten und das sind die sogenannten Entwertungskarten. Die Entwertungskarten und alles, was mit der Entwertung des Spiels zu tun hat, das erkennt ihr an dieser Sanduhr. Die mischt ihr auch und tatsächlich werden von diesen Karten auch Karten ausgegeben an jeden Spieler. Das sage ich euch gleich nochmal ausführlicher, aber von diesen Karten, die mischt ihr erstmal und legt ihr auf die Seite. Wenn wir jetzt gleich den persönlichen Aufbau besprechen, werdet ihr sehen, jeder Spieler bekommt dann auch noch 2 von diesen Entwertungskarten. So, und den allgemeinen Aufbau beendet man dann damit, dass man noch zufällig den Startspieler bestimmt. Also da gibt es tatsächlich keine besonderen Regeln. Könnt ihr auslosen, könnt ihr, ganz egal wie ihr das macht. Wir sagen jetzt einfach mal, ich wäre der Startspieler, dann wäre ich auch als erstes im Spiel am Zug. Und damit ist der allgemeine Aufbau von Arche Nova schon abgeschlossen. Kommen wir zum persönlichen Aufbau. Natürlich bekommt auch jeder Spieler noch individuell Material, ja? Sonst würden wir den Tisch nicht so voll bekommen. Das Wichtigste vorweg ist, dass jeder Spieler erstmal so einen Zooplan bekommt. Diese Zoopläne, die gibt es auch in verschiedenen Ausführungen. Es gibt aber ein paar, bei denen ist hier oben Plan A aufgedruckt. Plan A, das sind quasi die Pläne für euer erstes Spiel. Die sind auch ein bisschen einfacher. Da bekommt ihr auch zu Spielbeginn gleich ein Gehege und einen Kiosk, was ihr normalerweise im Spiel natürlich nicht bekommt, wenn ihr mit den normalen Plänen spielt. Ihr holt euch auf jeden Fall jetzt jeder so einen Plan, auf dem ihr Plan A aufgedruckt ist. Wichtig, die Dinger sind auch zweiseitig. Also wenn ihr nicht genügend Plan A's findet, dreht einfach die anderen Pläne mal um. Dann findet ihr die auch noch und jeder Spieler bekommt eben einen dieser Zoopläne, den er direkt vor sich ablegt. Nachdem ihr jetzt euren Zooplan bekommen habt, bekommt auch jeder Spieler, wenn wir denn mit diesem Plan A spielen, gleich 2 Dinge, die er auf seinen Zooplan legen darf. Ihr seht hier unten schon, hier gibt es ein Gebiet, auf dem hier so ein Dreierelement abgelegt werden soll. Das bedeutet, wir holen uns jetzt mal so ein Dreierelement aus dem Vorrat und legen das mit der offenen Seite hier ab. Also es gibt quasi 2 Seiten von diesen Plättchen. Das ist quasi ein leeres Gehege. Und wenn ich dann irgendwann mal Tiere in meinem Gehege ansiedle, dann drehe ich das Gehege auf die andere Seite um. Ja, momentan ist es aber ein leeres Gehege. Das heißt, ich lege jetzt mal dieses Dreiergehege hier rein und ich bekomme ja auch einen Kiosk. Der ist hier auch abgebildet. Das heißt, ich nehme mir hier auch so ein Kioskplättchen und lege jetzt tatsächlich auch diesen Kiosk mal hier auf das Feld, auf dem eben der Kiosk auch aufgedruckt ist. Als nächstes hole ich mir das Wichtigste im ganzen Spiel, nämlich die 5 Aktionskarten. Diese 5 Aktionskarten hier unten, das sind wirklich, die sind das Herz des Spiels. Die definieren dann später, wann ich was in meinem Zug erledigen darf. Es gibt insgesamt 5 verschiedene. Es gibt eine Karte für Tiere, es gibt eine Karte für Verband, Sponsoren, Bauen und Karten.
Wenn ihr diese Karten das erste Mal bekommt, wichtige Regel Nummer 1, ihr legt die auf jeden Fall am Anfang mit der blauen Seite hier unten an euren Zooplan an. Die haben nämlich auch noch eine rote Seite, da steht eine römische 2. Sprich, man kann jede dieser Karten auch noch upgraden. Aber wir beginnen unser Spiel natürlich mit der blauen Seite. Und wenn ihr zum ersten Mal diese Karten hier auslegt, dann müsst ihr die Tiere-Karte auf den ganz linken Platz legen. Die anderen 4 Karten, die mischt ihr durch und legt die zufällig einfach auf die Plätze 2 bis 5. Also nochmal, Tierkarte auf die 1 und auf 2 bis 5 die anderen 4 Karten gemischt oder nach Gusto oder nach Zufall, so wie ihr das eben möchtet. Dann gibt es natürlich auch noch Spielmaterial in eurer Spielerfarbe. Ich habe mich jetzt mal für die gelbe Farbe entschieden und da bekomme ich 7 dieser Würfel. Und diese 7 Würfel, die lege ich hier auf der linken Seite von meinem Zooplan, hier auf diese entsprechenden freien Felder. Mit diesen Steinen werde ich später Artenschutzprojekte finanzieren. Und immer wenn ich einen dieser Steine hier wegnehme, bekomme ich natürlich den Benefit, der hier neben dem Stein abgedruckt ist. Aber das, da greife ich schon mal voraus. Wichtig ist nur, ihr bekommt eben jetzt erstmal diese 7 Würfel. Legt diese 7 Würfel hier auf die linken Seite eures Zootablos. Dann bekommt ihr Verbandsmitarbeiter. Also ihr bekommt quasi 4 Worker. Es ist ja auch, es hat auch tatsächlich eine Worker-Placement-Komponente, dieses Spiel, Arche Nova. Und diese 4 Worker, die platziert ihr folgendermaßen. Einen Worker, den habt ihr von Anfang an schon zur Verfügung. Den platziert ihr hier oben auf eurem Notizblock. Also grundsätzlich alles, was ihr zur Verfügung habt, wird immer hier oben auf diesem Notizblock-Bereich abgelegt. Das heißt, ein Worker kommt hier hoch und die anderen 3 Worker, die ihr habt, die packt ihr hier auf die jeweiligen Plätze, die dafür vorgesehen sind. Die könnt ihr dann später durch zusätzliche Aktionen oder Dinge, die ihr im Spiel eben verdienen könnt, könnt ihr euch zusätzliche Worker besorgen, also zusätzliche Verbandsarbeiter besorgen. Aktuell zu Beginn des Spiels habt ihr aber erstmal nur einen und den legt ihr auf euren Notizblock. Außerdem bekommt ihr 3 Zählsteine. Ja, diese Zählsteine schauen folgendermaßen aus. Das sind eben so 6-eckige Zylinder in der jeweiligen Spielerfarbe. Wie gesagt, dafür bekommt ihr 3 Stück. Einen stellt ihr in die Attraktionsleiste. Und zwar derjenige, der der Startspieler ist, der stellt quasi seinen Stein hier auf die 0. Im Uhrzeigersinn der nächste Spieler, der hat dann schon eine Attraktion in seinem Zoo, der stellt seinen Spielstein hier auf die 1. Der nächste im Uhrzeigersinn stellt seinen Spielstein dann hier auf die 2 und ein potenzieller 4. Spieler könnte seinen Spielstein sogar hier auf die 3 stellen. Also das ist wichtig, die Attraktionsskala, das ist generell diese Skala, die hier aus diesen Tickets besteht und hier in der Mitte läuft, die beginnen wir eben alle, also alle, die am Spiel teilnehmen, nicht auf dem gleichen Feld, sondern der Startspieler auf der 0 und dann im Uhrzeigersinn jeweils ein Feld weiter. Außerdem gibt es aber eine Artenschutzleiste und die Artenschutzleiste, die läuft genau gegenläufig. Also die Artenschutzleiste, die läuft im Uhrzeigersinn. Die Attraktionsleiste läuft gegen den Uhrzeigersinn. Und die Artenschutzleiste, das sind diese grünen Elemente, die umspannen quasi immer 3 oder weniger Felder von der Attraktionsleiste. Und auf der Artenschutzleiste ist es jetzt so, da beginnen wir tatsächlich alle 3 auf dem Feld mit der 0. Das heißt, unseren 2. Zählstein platzieren wir auf der Artenschutzleiste hier drüben auf dem Feld 0. So, und den 3. Zählstein, den platzieren wir auf der Rufleiste. Hier in der Mitte seht ihr nämlich nochmal eine Skala. Und diese Skala, die definiert den Ruf, also den akademischen Ruf, das Ansehen unseres Zoos. Und auch auf dieser Rufleiste beginnen wir alle auf demselben Feld, nämlich auf diesem Feld 1, was hier abgebildet ist. Und dort stellen wir dann unseren 3. und 3. Zählstein ab. Natürlich braucht ein Zoo, um zu funktionieren, auch Geld. Geld, das sind diese Tokens, die hier drüben in diesem Schächtelchen liegen. Jeder Zoo
Zooinhaber oder jeder Zooleiter beginnt das Spiel mit 25 Geld. Und zwar in einer beliebigen Stückelung. Ihr seht schon, auch dieses Geld kommt hier auf meinen Notizblock, auf meiner Zootafel. Das heißt, ich habe mir jetzt hier 2 Zehner und 1 Fünfer genommen. Das sind genau meine 25 Geld, die ich am Anfang des Spiels bekomme. Und jeder Spieler am Tisch bekommt am Anfang des Spiels eben genau 25 Cash direkt von der Bank. Dann habe ich euch am Anfang schon geteased, dass wir natürlich auch Entwertungskarten bekommen. Das sind die, die wir am Anfang gemischt und auf die Seite gelegt haben. Das sind diese braunen Karten hier mit dieser Sanduhr auf der Rückseite. Jeder von uns bekommt davon 2 ausgeteilt. Wir dürfen uns die natürlich anschauen. Also ich darf mir meine Entwertungskarten natürlich anschauen. Ich halte die aber natürlich vor meinen Mitspielern geheim. Der Grund ist, sobald der erste Spieler irgendwann mal hier auf der Artenschutzleiste auf der 10 angekommen ist, dann müssen wir uns für eine dieser beiden Entwertungskarten entscheiden. Also das gibt es ja bei anderen Spielen auch. Also Nemesis zum Beispiel hat ja auch sowas. Ich bekomme am Anfang mehrere Zielkarten, in diesem Fall 2. Die schaue ich mir an und wenn das Spiel dann schon eine Weile läuft, dann kommt irgendwann der Moment, wo ich mich entscheiden kann, welches meiner beiden Ziele ich denn erfüllen möchte. Wir können uns die beiden Zielkarten jetzt direkt mal genauer anschauen. Also die eine Zielkarte, die ich habe, die heißt Kletterpark. Und das bedeutet, ich erhalte quasi in der Schlusswertung Artenschutzpunkte für Felsensymbole in meinem Zoo. Und dann schaue ich eben, habe ich 1 oder 3 oder 5 oder 7 dieser Felsensymbole und bekomme eben dafür am Ende noch 1, 2, 3 oder 4 Artenschutzpunkte. Heißt also quasi, wenn das Spiel so läuft, dass ich eben möglichst viele von diesen Felsensymbolen bekomme, dann würde ich natürlich schauen, dass ich mich am Ende für diese Karte entscheide. Alternativ dazu kann ich natürlich auch gucken, dass ich vielleicht den Naturalisten-Zoo bauen möchte. Und da ist die Endbedingung die, ich erhalte eben Artenschutzpunkte für unbebaute Baufelder in meinem Zoo. Das heißt, wenn ich eben meinen Zoo nicht zukleistere mit möglichst vielen Gehegen, dann bekomme ich eben für 6 freie Felder 1, für 12 freie Felder 2, für 18 freie Felder 3 und für 24 freie Felder 4 Artenschutzpunkte in der Endabrechnung. So sehen also diese Karten aus für diese Schlussabrechnung. Jetzt weiß ich zumindest, welche Optionen ich während meines Spiels habe. Das heißt, ich schaue, dass ich entweder möglichst wenige Gehege baue, was natürlich ein bisschen kontraproduktiv ist, oder ich schaue, dass ich eben möglichst viele von diesen Gesteins- oder von diesen Felsensymbolen sammle, weil ich dann eben in der Endabrechnung nochmal richtig gut Punkte scoren kann. Das sind also die Endwertungskarten. Jeder bekommt 2 und legt die erstmal verdeckt vor sich ab. So, und das Letzte, was ich als persönliche Ausstattung bekomme, das sind tatsächlich noch 8 Zookarten. Also es wären einfach noch 2, 4, 6, 8 Zookarten an jeden Spieler ausgeteilt. Und jetzt muss sich jeder Spieler für 4 davon entscheiden. Das bedeutet, wir schauen uns jetzt diese 8 Karten mal an, die ich ausgeteilt bekommen habe. Ihr wisst jetzt natürlich noch nicht so wirklich, was diese Karten bedeuten, aber diese Karten hier mit diesen schwarzen Zahlen hier oben und dem blauen Hintergrund, das sind Sponsorenkarten. Die Karten mit dem grauen Hintergrund und mit diesen Gehegegrößen, das sind jeweils Tiere. Und wir suchen uns jetzt natürlich idealerweise aus den Karten diejenigen aus, die wir am Anfang des Spiels schon umsetzen können. Also Karten, die jetzt noch nicht so wirklich teuer sind. Und ihr seht ja hier schon, manche Karten haben hier an der linken Seite so bestimmte Bedingungen. Und je mehr Bedingungen hier existieren, desto schwieriger wird es natürlich, diese Karte umzusetzen. Das bedeutet, idealerweise nimmt man sich eben 1, 2, 3 Tierkarten und vielleicht 1 oder 2 Sponsorenkarten. Und die behält man dann tatsächlich auf der Hand. Also ich würde jetzt diesen Karakal nehmen. Ich würde den Leoparden vielleicht sogar nehmen, dann würde ich vielleicht diese Asien-Koryphäe noch nehmen und ich würde hier diese Patenschaft für die Löwen noch nehmen und dann habe ich meine 4 Karten und die 4 Karten, die ich jetzt nicht nehme, die kommen tatsächlich hier verdeckt auf einen Ablagestapel
Und diese vier Karten, das sind jetzt die Handkarten, mit denen wir das Spiel dann beginnen können. Wenn sich jetzt jeder Spieler für seine vier Handkarten entschieden hat und die restlichen vier Karten abgelegt hat, dann können wir tatsächlich auch die sechs Karten, die hier ausgelegt sind, aufdecken. Weil ansonsten hätten natürlich diese Karten vielleicht meine Entscheidung beeinflussen können, welche Handkarten ich denn jetzt behalte. Nachdem sich jetzt aber jeder Spieler für seine Karten entschieden hat, ist das Letzte, was wir jetzt in der Spielvorbereitung machen, eben, dass wir diese sechs Karten umdrehen und tada! Damit haben wir Arche Nova fertig aufgebaut und wir können mit den eigentlichen Spielregeln beginnen. Und wir beginnen die Spielregeln natürlich damit, dass ich euch als erstes mal diesen Zooplan vorstelle. Ein paar Sachen habe ich euch ja schon gesagt. Jetzt gibt's aber noch ein paar Details, die ich euch dazu erklären möchte. Also grundsätzlich mal, wie wird denn jetzt hier gebaut? Ihr seht ja, es gibt ja hier diese Puzzle-Komponente, es gibt verschiedene Gehege in verschiedenen Größen und was darf ich denn jetzt hier tun? Also das meiste könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, wenn wir uns mal überlegen, wie und wo wir denn bauen dürfen. Also Bauregel Nummer 1 ist, Felsenfelder, Wasserfelder oder gesperrte Felder darf ich natürlich nicht bebauen. Ganz klar. Natürlich dürfen sich diese einzelnen Gehege, die ich jetzt hier baue, auch nicht überlappen. Wichtig ist auch, dass wenn ihr euer erstes Gehege setzt, muss dieses Gehege an ein Randfeld angrenzen. Und jedes weitere Gehege, was ihr baut, muss mindestens eine Kante mit einem schon bestehenden Gehege sich teilen. Also ihr dürftet jetzt das nächste Gehege hier zum Beispiel, wenn wir das mal machen, nicht irgendwo hier hinlegen, sondern es müsste eben angrenzend mit mindestens einer Kante an ein schon bestehendes Gehege. Das sind jetzt mal so die Grundregeln, die es eben gibt, wenn ihr euren Zoo bebauen wollt und wie ihr denn überhaupt die einzelnen Elemente hier reinlegen dürft. Dann gibt es natürlich bestimmte Felder, das seht ihr hier auch, die haben so ein fünfeckiges Bonussymbol. Und das bedeutet natürlich, wenn ihr ein Gehege baut und überdeckt mit dem Ablegen dieses Plättchens eins dieser Felder, dann dürft ihr euch natürlich sofort den Bonus nehmen, der hier abgedruckt ist. Also nur als Beispiel, wenn ihr dieses Feld hier überbaut, bekommt ihr halt sofort 5 Geld von der Bank. Wenn ihr dieses Feld hier oben bebaut, bekommt ihr sofort so einen X-Marker. Und wenn ihr dieses Feld hier oben zum Beispiel bebaut, dürft ihr euren Ruf um 2 Punkte steigern. Also, das sind eben bestimmte Platzierungsboni, die ihr sofort abgreifen könnt, wenn ihr eben ein Gehege auf das entsprechende Feld baut. Eine Geschichte gibt es tatsächlich auch noch. Hier unten sind noch zwei Felder, die sind mit so einem Spaten und einer 2 markiert. Diese beiden Felder hier unten, die dürft ihr tatsächlich erst bebauen, wenn ihr eure Bauenkarte auf Level 2 abgegradet habt. Es gibt ganz, ganz viele Bereiche in diesem Spiel, die eben so rot hinterlegt sind. Das seht ihr zum Beispiel hier auch und hier auch. Das sind Bereiche, zu denen habt ihr erst Zugriff, wenn ihr die entsprechende Karte auf Level 2 abgegradet habt. Beispiel, ihr dürft diese beiden Felder hier unten erst bebauen, wenn ihr eure Bauenkarte auf Level 2 abgegradet habt. Ihr dürft zum Beispiel auch das Reptilienhaus und die Großvogelvoliere, das sind Sondergebäude, die es gibt, auch erst bauen, wenn ihr denn eure Bauenfunktion abgegradet habt. Aber was ihr denn in der Standardfunktion bauen dürft, das seht ihr hier in dieser Übersicht. Also es gibt Standardgehege, die sind entweder 1, 2, 3, 4 oder 5 Einheiten groß. Es gibt einen Streichelzoo. Der Streichelzoo, den darf man nur einmal bauen in seinem Gehege. Das ist ein Sonderformat, das darf man aber auch gleich bauen, wenn man die Karte Stufe 1 hat. Und es gibt einen Pavillon und einen Kiosk. Der Pavillon erhöht die Attraktion eures Zoos. Und der Kiosk, der gibt euch regelmäßiges Einkommen, je nachdem, wie viele Felder um den Kiosk herum gebaut sind. Also das ist jetzt alles schon ein bisschen ein Blick in die Tiefe. Wichtig ist nur, immer wenn ihr auf so roten Hintergrund stoßt, hier zum Beispiel auch auf dem Spielplan, dann müsst ihr aufpassen, denn das sind Aktionen oder Bereiche, die ihr erst betreten dürft, wenn ihr die entsprechende Karte abgegradet habt. Wir schauen auf den linken Rand unseres Zooplans. Da gibt es eben bestimmte Bonusfelder.
Die bekommt ihr oder die schaltet ihr frei, wenn ihr Artenschutzprojekte unterstützt. Also irgendwann im Laufe des Spiels nehmt ihr halt zum Beispiel einen dieser Marker und legt den auf irgendein Artenschutzprojekt. Wie das funktioniert, erkläre ich euch später natürlich ausführlicher. Und in dem Moment, wo ihr den Marker hier wegnehmt, schaltet ihr quasi hier bestimmte Funktionen frei. Heißt also, in diesem Fall würde ich jetzt sofort 5 Geld von der Bank bekommen. Und ich würde diese 5 Geld auch als regelmäßiges Einkommen beziehen. Das regelmäßige Einkommen, das wird hier durch diese aufgehaltene Hand symbolisiert. Und diese aufgehaltene Hand, die tritt immer dann ins Spiel, wenn wir eben in eine Pause kommen. Was es mit der Pause auf sich hat, das erkläre ich euch natürlich auch später ausführlicher. Wichtig ist nur, dass ihr eben diese Felder hier an der Seite beachtet, denn hier gibt's echt coole Boni, die ihr euch verdienen könnt, wenn ihr eben Artenschutzprojekte unterstützt. So, den unteren Bereich eures Zooplans, den haben wir uns schon ausgiebig angeschaut. Hier gibt es eben diese Slots, an die ihr eure Aktionskarten anlegt. Wichtig tatsächlich, die sind ja nummeriert von 1 bis 5 und einer der coolsten Mechanismen in diesem Spiel ist natürlich, dass wenn ihr eine dieser Karten jetzt tatsächlich zur Anwendung bringt, also eine dieser Kartenfunktionen ausführt, die Funktion dieser Karte natürlich verbunden ist mit der Stärke des Platzes, an dem sie liegt. Also, wenn eine Aktionskarte, wie jetzt hier zum Beispiel diese Kartenkarte, auf dem Aktionsplatz 5 liegt, darf ich mit dieser Karte viel mehr und viel coolere Sachen tun, als wenn diese Karte hier auf dem Platz 1 liegt. Ihr müsst schauen, dass wenn ihr irgendwas in diesem Spiel tun wollt, ihr es schafft, dass sich diese Karte möglichst weit rechts befindet, weil je weiter sich diese Karte eben auf der rechten Seite befindet, desto stärker wird die Aktion, die ihr mit dieser Karte auch durchführen dürft. Aber auch dazu, wie das funktioniert, erzähle ich euch gleich noch etwas mehr. Es gibt auf eurem Zooplan noch mehr Bereiche. Zum einen gibt es hier natürlich noch diesen Bereich, in dem ihr eure potenziellen Partner-Zoos ablegt. Ihr könnt später im Verlauf des Spiels über den Einsatz eines Verbandsmitarbeiters bestimmte Zoos zu euren Partner-Zoos machen. Und je nachdem, auf welchem Kontinent die sind, bekommt ihr eben verschiedene Kontinente-Symbole, die eben dann zum Beispiel bestimmte Tiere, die auch aus diesem Kontinent stammen oder von diesem Kontinent stammen, günstiger machen oder überhaupt erst ermöglichen, dass ihr die in eurem Zoo ansiedeln dürft. Wenn ihr denn eine Partnerzoo irgendwann mal erreicht oder für euch gewinnt, dann legt ihr die hier auf den entsprechenden Feldern ab. Und natürlich ist es dann so, dass ihr jedes Mal, wenn ihr hier eins dieser Felder belegt, ihr dann natürlich sofort wieder den Bonus bekommt, der hier abgebildet ist. Die zweite, die ihr ablegt, die setzt euch dann schon in die Lage, eine eurer Aktionskarten abzugraden. Und ernsthaft, davon gibt es gerade mal 4 Felder auf dem ganzen Spielplan. Das heißt, selbst im besten Fall könnt ihr gar nicht alle eure Karten upgraden, sondern ihr müsst euch für 4 entscheiden. Oder andersrum, ihr müsst euch für eine Karte entscheiden, die ihr nicht upgraden dürft während dieser Runde. Also, einer dieser Plätze ist auf jeden Fall hier und den erreicht ihr, wenn ihr euren zweiten Partner-Zoo akquiriert für euch. So, und dann gibt es hier oben natürlich wieder einen rot hinterlegten Bereich. Den dürft ihr erst mit Partnerzoos belegen, wenn ihr denn jetzt eure Verbandskarte abgegradet habt. Rot hinterlegt ist gleich ein Upgrade. Und es gibt hier natürlich noch einen weiteren Bereich, das sind die Partneruniversitäten. Da gilt letztendlich genau das Gleiche. Auch das erreicht ihr über einen Verbandsmitarbeiter. Ihr nehmt dann die Universität und platziert die hier, bekommt einen Bonus von der Universität und bekommt dann natürlich auch einen Bonus, der hier abgebildet ist, wenn ihr eben dieses Universitätsplättchen hier reinlegt. Und Achtung, hier ist die zweite Möglichkeit, eine Karte umzudrehen, also eine Karte abzugraden. Ja? Also das sind die ganz, ganz wichtigen Plätze. Ich sag euch mal der reinen Vollständigkeit halber, weil das sind somit die wichtigsten Orte im ganzen Spiel. Wie gesagt, einmal bekommt ihr das über die Partnerzoos, einen bekommt ihr über die Universitäten, einen bekommt ihr hier über eure Rufleiste und eine Möglichkeit bekommt ihr hier gleich am Anfang, wenn ihr denn jetzt hier auf der Artenschutzleiste auf Feld 2 zieht. Das sind die 4 Möglichkeiten, um eure Aktionskarten abzugraden.
Den letzten Bereich, den ich euch auf eurem Zooplan noch vorstellen muss, den habe ich euch vorhin schon so ein bisschen angeteasert. Das ist eben der Bereich, in den ihr eure Verbandsmitarbeiter legt. Wie gesagt, einer steht euch schon zur Verfügung auf dem Notizblock. Drei sind quasi noch auf Halde in der Warteposition. Die könnt ihr später im Spiel freischalten. Nehmt immer von unten die Mitarbeiter dann weg, wenn sie denn in den aktiven Dienst kommen. Und unter dem obersten Mitarbeiter gibt es dann tatsächlich sogar noch mal einen Bonus. Also wenn ihr den vierten Mitarbeiter in Dienst stellt, dann bekommt ihr direkt nochmal 2 Punkte auf der Artenschutzleiste als Bonus. Und damit habe ich euch fast alle Bereiche auf eurem Zooplan vorgestellt. Es gibt jetzt hier oben noch diesen Notizblock. Das habe ich euch auch schon mehrfach gesagt. Da packt ihr euer Geld hin, da packt ihr eure verfügbaren Verbandsarbeiter hin und hier dürft ihr auch eure X-Marker hinlegen, maximal 5 Stück. Mehr als 5 X-Marker dürft ihr im Spiel auch gar nicht besitzen. Auch das ist netterweise hier oben aufgezeichnet. Eine kleine Notiz gibt es noch, ein kleines Scribble. Und zwar betrifft es den Bau der Kioske. Also wenn ihr im Spiel einen Kiosk bauen wollt, einen neuen, dann dürft ihr den nicht direkt angrenzend an einen schon bestehenden Kiosk bauen. Den dürft ihr noch nicht mal an ein Feld, was dazu benachbart ist, bauen, sondern ein Kiosk, ein neuer Kiosk, muss immer mindestens 2 Felder Abstand zu einem bestehenden Kiosk haben. Und das ist quasi der letzte Bereich hier auf eurem Zooplan. Und damit habe ich euch auch den Zooplan komplett vorgestellt. Jetzt ist es ja so, ihr seht es ja schon alleine an der Höhe dieser Kartenstapel. Der Kern dieses Spiels sind ja diese Zoo-Karten. Und damit wir jetzt überhaupt mal verstehen, was es denn überhaupt für Karten gibt, werde ich euch jetzt mal die 3 verschiedenen Arten von Zoo-Karten vorstellen, die es denn gibt. Und dafür werde ich die jetzt euch mal detailliert zeigen und euch auch mal die Anatomie dieser Karten vorstellen, damit ihr auch so ein bisschen die Ikonografie versteht, die auf diesen Karten Verwendung findet. Die erste Kartenart, die es im Spiel gibt, das ist natürlich wenig überraschend für ein Spiel, in dem es um einen Zoo geht, sind natürlich die Tierkarten. Hier oben ist immer das Tier abgebildet. Es steht hier auch der Name des Tiers und der lateinische Name. Hier oben in der linken Ecke stehen immer die Bedingungen, die ihr erfüllen müsst oder was ihr denn braucht, um dieses Tier in eurem Zoo anzusiedeln. Also, ihr braucht entweder ein Gehege mindestens der Größe 4 oder größer, oder ihr könnt auch diese Vogelvoliere bauen. Und in dieser Vogelvoliere würde dieser Storch dann ein Feld in Anspruch nehmen. Was das genau bedeutet, sage ich euch später. Also entweder ein großes Vierergehege, ein leeres, oder ihr könnt zusätzlich, ihr könnt diese Störche eben auch in diese Großvogelvoliere hineintun und dann würden die in dieser Großvogelvoliere eben ein Feld in Anspruch nehmen. Das hier unten drunter, das ist der Preis, den ihr ausgeben müsst, also das Geld, was ihr bezahlen müsst, um dieses Tier später in eurem Zoo anzusiedeln. Außerdem stehen hier mit diesen roten Fahnen sonstige Bedingungen, die ihr eben noch habt. Also ihr müsst irgendwo in eurer Auslage ein Europa-Symbol liegen haben. Und wenn ihr das habt, dann dürft ihr tatsächlich diesen Storch ausspielen. Was jetzt dann hier oben der Fall ist, also was ihr dann hier oben seht, das sind eben dann die Benefits, die euch dieses Tier für die Zukunft gibt. Also ihr seht schon, dieses Tier, also der Storch, der bringt selbst schon ein Europa-Symbol mit. Also in dem Moment, wo ihr den ausspielt, habt ihr quasi euer eigenes Europa-Symbol schon mitgebracht und müsst euch jetzt im Fall dieses Storchs gar nicht mehr um die Europa-Symbole kümmern, denn wenn eben so ein Tier schon das Symbol selber mitbringt, dann gilt das eben auch. Und zusätzlich ist hier natürlich auch noch die Art des Tiers abgedruckt. Also das zählt quasi zu den Vögeln. Unter dem Strich gibt es dann eben noch eine Sonderfunktion, die dieses Tier eben vielleicht euch gibt. Also Doppler bauen. Lege einmal 2 Marker auf deine Aktionskarte bauen. Heißt quasi, wenn ich dieses Tier ausspiele, darf ich eben einen dieser mal 2 Marker hier nehmen und dürfte den jetzt hier auf meine Bauenkarte legen. Das bedeutet der Text hier auf dieser Karte. Und zusätzlich, und das ist auch sehr wichtig, wenn ich denn jetzt diesen Storch irgendwann mal ausspielen wollte, dann würde der natürlich auch die Attraktivität oder die Attraktion meines Zoos erhöhen, nämlich um genau 4 Punkte. Heißt also, wenn ich den Storch spiele, gehe ich hier auf dieser Attraktionsskala 4 Felder weiter.
Dann habe ich jetzt meinen Mal-2-Marker mal wieder aufgeräumt und zeige euch die nächste Karte. Jetzt wird's schon etwas komplexer. Das ist eine Sponsorenkarte. Die Sponsorenkarten sind blau und ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Pinguinbecken. Hier oben, da habe ich jetzt tatsächlich den Wert, den meine Sponsorenaktionskarte haben muss, um diese Karte ausspielen zu dürfen. Also die Sponsorenaktionskarte, die ich hier ausliegen habe, die liegt dann natürlich auch hier an einem bestimmten Platz. Und um dieses Pinguinbecken jetzt ausspielen zu dürfen, muss die Sponsorenkarte auf dem Platz 5 liegen. Und das bedeutet, ich darf sofort das Sondergehege Pinguinbecken ausspielen. Das ist eins dieser Sondergehege, was ich hier in diesem Sondergehege-Fundus finde. Und ich muss aber, und das bedeutet dieser eine Tropfen hier, also ich muss dieses Pinguinbecken auch angrenzend an ein Wasserfeld anbauen. Grundsätzlich gibt es hier entweder die Möglichkeit, dass ich ein Gehege an ein Felsenfeld oder zwei Felsenfelder an zwei oder ein Wasserfeld oder an ein Wasser und ein Felsenfeld anbauen muss. Das sind eben diese Icons, die hier oben stehen. Wichtig ist, sobald in diesem Symbol hier auch noch so ein kleiner brauner Balken durch diese Zahl geht, bedeutet das, dass ich auch in der Endabrechnung tatsächlich nochmal einen Bonus bekomme. Und das würde jetzt bedeuten, dass ich in der Endabrechnung für 6 Vogelmotive oder 6 dieser Vogelfelder hier einen Punkt auf meiner Artenschutzleiste bekomme. Also nicht übersehen, hier oben, wenn ich hier bei meinen Sponsorenkarten so einen braunen Balken habe, dann bekomme ich in der Endabrechnung noch Punkte. So, wir schauen mal weiter. Das hier am Rand ist natürlich wieder eine Voraussetzung, die mein Zoo erfüllen muss, damit ich dieses Pinguinbecken bauen darf. Das bedeutet, ich brauche einen Ruf von mindestens 3. Sonst darf ich dieses Pinguinbecken gar nicht bauen. Dieses Symbol hier oben bedeutet, jedes Mal, wenn ich eine Vogelkarte in meinen Zoo lege, das steht hier auch unten drunter erklärt, erhalte für jedes Vogelsymbol, das du in deinen Zoo spielst, 2 Attraktionpunkte. Das ist aber auch durch diese Symbolik hier oben dargestellt. Jedes Mal, wenn ich eine Vogelkarte in meinen Zoo lege, bekomme ich 2 Attraktionspunkte. Und ich habe hier natürlich schon ein Vogelsymbol, was ich dann in meinem Zoo liegen habe, wenn ich denn diese Karte ausspiele. Also ihr seht schon, die Sponsorenkarten, die mit dem blauen Hintergrund, sind da schon etwas komplexer, aber trotzdem ist die Ikonografie und die Symbolik, finde ich, noch relativ gut zu verstehen. Die dritte Kartenart, die es im Spiel gibt, das sind die sogenannten Artenschutzprojekte. Artenschutzprojekte gibt es auch in 2 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich habe jetzt hier durch Zufall gleich mal eine Auswilderungskarte gezogen. Also zum einen könnt ihr natürlich euch diese Artenschutzkarten, gibt es hier schon Artenschutzkarten, die ausliegen, so Basis-Artenschutzkarten. Die haben auch bestimmte Voraussetzungen. Also diese zum Beispiel benötigt Asiensymbole in meinem Zoo. Und je nachdem, wie viele Asiensymbole ich in meinem Zoo habe, kann ich eben hier eine bestimmte Anzahl von Artenschutzpunkten in meiner Artenschutzleiste generieren. Aber ich kann natürlich wie mit dieser Karte hier auch Tiere auswildern. Auswildern bedeutet, ich muss ein Gehege ausleeren und eine entsprechende Tierkarte ablegen. Dadurch verliert mein Zoo natürlich auch an Attraktion, aber ich bekomme auch dafür eine gewisse Anzahl von Artenschutzpunkten und ich bekomme auch noch einen größeren Ruf für meinen Zoo. Also, das sind so bestimmte Dinge, die ich auch machen kann. Ich habe es euch ja vorhin schon erklärt. Jedes Mal, wenn ich ein Artenschutzprojekt unterstützen möchte, nehme ich einen dieser Marker von meinem Zooplan und lege den eben auf das jeweilige Artenschutzprojekt. Und damit habe ich euch auch schon mal die 3 Kartentypen vorgestellt, die es im Spiel gibt. Nochmal, gelb sind die Tierkarten, blau sind die Sponsorenkarten und grün sind die Artenschutzprojektkarten. Jetzt werdet ihr natürlich fragen, okay, jetzt haben wir es schon langsam verstanden. Wir haben jetzt schon so ein bisschen ein Gefühl für dieses Spiel bekommen. Aber wie funktioniert denn jetzt eigentlich ein Spielzug? Spielt man dann reihum und was passiert dann und wie funktioniert das genau? Auch hier hat sich der Matthias Wigge, der Autor dieses Spiels, echt was Cooles einfallen lassen. Denn es gibt bei Arche Nova keine definierten Rundenabläufe, sondern es wird tatsächlich im Uhrzeigersinn so lange gespielt, bis eine Pause eintritt. Wann passiert denn so eine Pause? Also ihr seht schon,
Hier liegt ja diese Tasse auf dieser Pausenleiste. Und bei manchen Aktionskarten, die man ausspielt, ist dann immer die Aufforderung, zieh einfach mal den Pausenmarker 2 Felder weiter. Und dann würden wir eben diese Kaffeetasse hier weiter bewegen. Und dann bewegt sich diese Kaffeetasse weiter, 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 weiter. Und irgendwann zieht dann einer von uns mal seinen Pausenmarker hier auf dieses Pausenfeld. Das allererste, was dann passiert, ist, dass der Spieler, der diese Pause auslöst, als allererstes mal so einen X-Marker bekommt. Was es jetzt mit diesen X-Markern auf sich hat, das erkläre ich euch dann, wenn ich euch mal die Funktion der eigenen Spielkarten erkläre. So, dann passieren verschiedene Dinge nacheinander. Also, die sind alle hier netterweise abgebildet. Nummer 1 ist, man muss seine Handkarten wieder ablegen auf sein Handkartenlimit. Normalerweise, das seht ihr hier, ist das Handkartenlimit 3 Karten. Es gibt aber eine Universität, das ist diese hier, die erhöht euer Handkartenlimit auf 5. Dann dürft ihr auch 5 Karten in der Hand haben. Wichtig, im Lauf des Spiels könnt ihr so viele Handkarten in der Hand haben, wie ihr wollt. Nur wenn die Pause beginnt, dann müsst ihr eben eure Handkarten auf euer Handkartenlimit reduzieren. Dann ist es so, dass tatsächlich hier diese Marker, die eventuell auf unseren Karten liegen, wieder zurückgelegt werden. Dann werden tatsächlich alle Verbandsmitarbeiter wieder zurückgeholt und es werden natürlich auch wieder die entsprechenden Partnerzoos und die Universitäten wieder aufgefüllt, wenn die eben hier weggenommen sind im Lauf des Zugs. Dann wird, und das ist jetzt cool, auch das ist hier abgebildet auf diesem Spielplan, dann werden die untersten oder die letzten beiden Karten dieser Kartenreihe abgeräumt. Das kann ich euch jetzt direkt mal zeigen. Also diese beiden Karten würden quasi abgelegt. Dann werden die Karten von oben nachgeschoben. Und dann werden auf den 2 freien entstehenden Plätzen 2 neue Karten ausgelegt. Das passiert auch, wenn die Pause abgewickelt wird. So, und das letzte, was dann, oder das vorletzte, was dann passiert, ist, dass man dann noch Eintrag oder Ertrag generiert aus seinen Kiosken, aus den Karten, die man ausliegen hat, aus den diversen Orten, an denen eben dieses ausgestreckte Handsymbol abgedruckt ist. Also auch das sind eben Orte, an denen man eben Einkommen generiert. Zum Beispiel generiert man natürlich auch Einkommen, wenn man hier eben auf dieser Attraktionsleiste weitergerückt ist. Also angenommen, ich würde jetzt tatsächlich hier auf Attraktion 27 stehen, dann würde ich in dieser Phase 19 Geld von der Bank bekommen. Also unter anderem bekommt man dann eben auch Einkommen, was eben zu dem Attraktionslevel passt, den man sich schon erarbeitet hat. So, und wenn jeder auch noch sein Einkommen bekommen hat, dann ist das letzte Feld hier, das Feld Nummer 6, eben das, dass man jetzt seine Tasse wieder zurückstellt auf das Feld, was eben der jeweiligen Spieleranzahl entspricht. Wenn die Pause dann fertig abgewickelt ist, dann geht das Spiel ganz normal im Uhrzeigersinn weiter. Also ihr seht schon, keine feste Struktur, sondern wir spielen dieses Spiel quasi von Pause zu Pause. Und damit sind wir jetzt endlich beim Kern des Spiels angekommen. Und der Kern des Spiels besteht aus diesen 5 Aktionskarten, die ihr hier unter eurem Tableau ausliegen habt und natürlich aus der Reihenfolge, wie sie hier liegen. Ich habe es euch ja schon mehrfach angeteased. Der Kartenplatz, an dem die jeweilige Aktionskarte liegt, definiert die Stärke der Karte. Wenn ich jetzt eine dieser Aktionen durchführen möchte, mache ich Folgendes. Ich ziehe die Karte, die ich ausführen möchte, also zum Beispiel bauen, einfach so ein kleines Stück nach unten. Dann weiß ich, in diesem Zug, den ich jetzt mache, werde ich quasi bauen. Wenn ich jetzt die Bauen-Aktion erledigt habe, dann passiert Folgendes. Dann wird diese Bauen-Aktion hier komplett aus der Reihe rausgenommen. Alle anderen Karten links davon werden jetzt nach rechts geschoben. Und die Aktion, die ich gerade gemacht habe, wird hier vorne wieder auf der 1 einsortiert. Das bedeutet, selbst wenn ich eine Karte der Stufe 5 benutze, kommt ihr dann wieder vor auf die 1 und alle anderen Karten rücken nach. So ist natürlich sichergestellt, dass jede eurer Karten irgendwann mal auf Position 5 landet, sodass ihr natürlich auch die Möglichkeit habt, mit jeder Karte irgendwann mal eine super starke Aktion auszuführen. Und jetzt ist es natürlich auch allerhöchste Zeit, dass ich euch auch mal erkläre, was es mit den X-Markern auf sich hat. Ihr habt ja an mehreren Stellen des Spiels die Möglichkeit, einen dieser X-Marker hier für euch
zu erkämpfen. Diese X-Marker, wenn ihr die bekommt, die legt ihr ja jetzt hier in euren allgemeinen Fundus auf euren Notizblock. Und mit den X-Markern ist es folgendes. Ihr dürft mit diesem X-Marker den Wert einer eurer Karten verbessern. Also, angenommen, ich würde jetzt in dieser Runde gerne die Tiere spielen. Die Tiere haben aber momentan nur einen Wert von 2. Wenn ich jetzt aber unbedingt den Wert 3 verwenden möchte, dann darf ich einen X-Marker aus meinem Vorrat abgeben und dann würde diese Karte in dieser Runde, obwohl sie auf Platz 2 liegt, eben als Karte mit dem Wert 3 gelten. Dafür müsste ich aber den X-Marker natürlich wieder ablegen. Wenn ich mehr X-Marker habe, darf ich das natürlich auch mit mehr X-Markern machen. Ja? Also ich kann da den Wert meiner Karte steigern, beliebig steigern, so viele X-Marker, wie ich halt habe. Ich muss mich dann eben nur orientieren an dem, was eben die Karte mir jetzt tatsächlich vorgibt, was ich in dieser Runde machen darf. Wichtig ist nur, wenn ihr denn mal mehr Wert braucht als euch die Position eurer Karte tatsächlich vorgibt, dann könnt ihr diesen Wert eben mit X-Markern aufpeppen. Ich habe euch ja vorhin auch schon erzählt, dass es diese Karten quasi in zwei verschiedenen Ausbaustufen gibt. Die Karten, die jetzt hier ausliegen, das ist eben Ausbaustufe 1. Die sind blau. Auf der Rückseite haben die auch eine Ausbaustufe 2. Damit werden die Karten natürlich nochmal deutlich, deutlich stärker als die Basisversion. Aber wie gesagt, dazu müsst ihr die Karten dann halt erstmal upgraden. Die 4 Orte auf dem Spielplan, an denen ihr das eben tun könnt, die habe ich euch tatsächlich auch schon gezeigt. Damit haben wir jetzt natürlich schon ganz, ganz viel über diese Karten geredet und jetzt wird es natürlich allerhöchste Zeit, dass ich euch die auch mal vorstelle. Es gibt 5 verschiedene Karten, die heißen Bauen, Tiere, Verband, Sponsoren und Karten. Und die werde ich euch jetzt der Reihe nach vorstellen. Wir schauen uns mal die Kartenkarte an. Das ist hier oben dieses Kartensymbol. Das Wichtige ist, wenn ich diese Karte spiele, dann ist das jetzt zum Beispiel einer der Fälle, wo der Pausenmarker um 2 Felder weitergerückt wird. Dann ziehe ich Karten vom Nachziehstapel oder schnappe zu. Was zuschnappen bedeutet, erkläre ich euch gleich. Und wie viele Karten ich vom Nachziehstapel ziehen darf, das steht hier unten in dieser Tabelle. Also, wenn die Karte auf Position 1 liegt, darf ich eine Karte vom Nachziehstapel ziehen und muss danach eine abwerfen. Das kann auch eine andere Karte sein, muss nicht die sein, die ich gerade gezogen habe. Ja? Oder ich darf noch nicht zuschnappen. Bei 2 kriege ich eine Karte und muss aber keine abwerfen. Bei 3 darf ich 2 Karten ziehen, muss eine abwerfen, darf immer noch nicht zuschnappen. Bei 4 darf ich 2 Karten ziehen, muss keine abwerfen, darf immer noch nicht zuschnappen. Und wenn ich die Karte aber von der 5 spiele, darf ich 3 Karten ziehen, muss eine Karte abwerfen oder darf zuschnappen. Und zuschnappen bedeutet, dass ich mir eine der Karten, die hier in diesem Bereich der 6 ausliegenden Karten liegt, nehmen darf. Wichtig ist, wenn ich diese Karte nehme, wird nicht gleich wieder nachgeschoben und nachgefüllt, sondern der Platz bleibt dann erstmal leer. Aber das bedeutet eben zuschnappen. Zuschnappen heißt, aus den ausliegenden Karten einfach eine aussuchen. Das sind jetzt die möglichen Aktionen, die mir diese Kartenkarte auf Stufe 1 bietet. Stufe 2 ist da schon deutlich knackiger. Also auch hier wird der Pausenmarker um 2 verschoben. Ziehe Karten in Rufreichweite oder vom Nachziehstapel oder schnappe zu. Also zuschnappen habe ich euch gerade schon erklärt. Das Schöne ist, ich darf hier aber schon, wenn die Karte auf der 3, der 4 oder der 5 liegt, zuschnappen. Das ist mal das eine. Und ich darf jetzt Karten entweder vom Nachziehstapel oder aus Rufreichweite ziehen. Was bedeutet Rufreichweite? Also irgendwann steht ja mein Marker hier zum Beispiel auf Ruf Level 8. Dann darf ich nicht nur vom Nachziehstapel ziehen, sondern stattdessen dürfte ich auch von der Rufreichweite ziehen. Und Rufreichweite bedeutet, alles, was in diesem Aktenordner ist, in dem ich gerade stehe oder unterhalb davon. Wenn ich jetzt tatsächlich hier schon Ruf 8 hätte, dann dürfte ich jetzt Karten ziehen von hier, von hier, von hier oder sogar diese Karte hier unten. Oder alternativ natürlich vom Nachziehstapel. Oder wenn ich die Karte eben von einer bestimmten Stärke spiele, darf ich auch wieder zuschnappen. Das sind jetzt quasi alle Aktionen, mal in einem kurzen Überblick, die ich machen darf, wenn ich denn die Kartenkarte spiele. Und jetzt stelle ich gleich mal meinen Spielstein zurück hier auf
Rufstufe 1. Es gibt aber noch eine weitere Funktion, die die Kartenkarte auf Stufe 2 hat. Und zwar, wenn ihr die Kartenkarte auf Stufe 2 abgegradet habt, dann sperrt sich euch auch erst der Bereich des höheren Rufs frei. Also, ihr könnt normalerweise nur Ruflevel 9 erreichen. Wenn ihr aber die Karte auf Stufe 2 erhöht habt, dann dürft ihr den Ruf auch noch weiter steigern, also über Level 9 hinaus. Das ist noch ein zusätzlicher Bonus, den ihr eben bekommt, wenn ihr eure Kartenaktionskarte auf Stufe 2 abgegradet habt. Die nächste Karte, die ich euch vorstellen möchte, das ist die Bauenkarte. Die Bauenkarte, da steht auch relativ viel Text drauf, also die gibt's in Level 1. Baue ein Bauwerk mit einer Größe von maximal der Stärke der Karte. Also, wenn ich die Karte von Stärke 1 spiele, darf ich halt nur ein 1er Gebäude bauen. Wenn ich von 5 spiele, darf ich schon ein 5er Gebäude bauen. Dann muss ich aber natürlich das auch noch bezahlen. Also, ich zahle 2 Geld pro Feld. Also, wenn ich ein 5er Gehege bauen möchte, kostet mich das ganz nebenbei auch noch 10 Geld. Das ist schon aua. Was ist verfügbar? Verfügbar sind der Kiosk, der Pavillon, die Standardgehege und der Streichelzoo. Nur zur Erinnerung, das sind auch die Gehege, die ihr hier auf eurem Zooplan aufgedruckt habt. Das sind eben genau die Gehege, die ihr bauen dürft, wenn ihr die Bauenkarte auf Stufe 1 spielt. Wenn wir die Karte umdrehen, dann haben wir die Bauenaktion Stufe 2. Baue eins oder mehrere verschiedene Bauwerke mit einer Gesamtgröße von maximal x. Heißt also quasi, ich darf mehrere Bauwerke bauen und die Summe der Größe dieser Bauwerke muss quasi x entsprechen. Außerdem muss ich aber trotzdem 2 Geld pro Feld bezahlen, was ich baue. Zusätzlich verfügbar sind jetzt auch noch das Reptilienhaus und die Großvogelvoliere. Zu diesen beiden Gebäuden muss ich euch direkt noch was sagen, denn wenn ihr das Reptilienhaus oder diese Großvogelvoliere baut, dann dürft ihr nur wenn ihr diese beiden Gebäude baut, dürft ihr Tiere von bereits bestehenden Gehegen in diese Gehege umziehen. Ich zeige euch das jetzt mal am Beispiel der Großvogelvoliere. Ja? Also dieses Ding hier, das ist die Großvogelvoliere. Das kann ich euch direkt mal zeigen, weil das ist schon ein ziemlich spektakuläres Gehege. Ja? Und wenn ich dieses Gehege jetzt hier einbauen würde, also zum Beispiel so, dann würde ich natürlich als allererstes sogar 2 Bauboni bekommen, also einmal natürlich 5 Geld und einmal einen X-Marker, wenn ich das hier so drauflege. So, und angenommen, ich hätte jetzt tatsächlich diesen Storch schon in meinem Zoo irgendwo in einem Gehege, dann dürfte ich diesen Storch jetzt in diese Großvogelvoliere umsiedeln. Und zwar würde ich das Gehege, in dem der Storch sich momentan befindet, einfach wieder auf die leere Seite drehen und würde dann mit einem meiner Marker, das bedeutet diese 1 hier oben, signalisieren, okay, eins dieser Felder in meiner Großvogelvoliere würde jetzt meinem Storch gehören. Also, ganz wichtige Geschichte, wenn ihr eben diese Großvogelvoliere oder das Reptilienhaus baut, dann dürft ihr natürlich passende Tiere, die ihr dort ansiedeln könnt, aus bereits bestehenden Gehegen dort hinein umsiedeln. Das dürft ihr aber tatsächlich nur in dem einen Moment, wo ihr diese Gehege baut und sonst nie im Spiel. Also wenn ein Tier mal in einem Gehege ist, ist es in diesem Gehege. Und nur wenn ihr diese Sondergehege baut, dann dürft ihr eben einmalig Tiere umziehen. So. Diese Großvogelvoliere habe ich mir ja noch nicht verdient, deswegen lege ich die jetzt mal zurück. Die nächste Aktion, die ich euch zeige, das sind die Tiere. Dazu zeige ich euch jetzt mal die Tierkarte. So, auch die Tierkarte ist natürlich relativ selbsterklärend. Also ihr könnt diese Aktion durchführen und je nachdem, welche Stärke der Platz hat, an dem diese Tierkarte liegt, könnt ihr entweder auf Platz 1 nichts ausspielen, auf Platz 2 1, auf der 3 1, auf der 4 1 und wenn ihr auf der 5 liegt, könnt ihr sogar 2 Tierkarten ausspielen. Auf der Rückseite, auf der abgegradeten Version, spiele Tierkarten von der Hand oder in Rufreichweite mit Zusatzkosten eben aus. Also,
Jetzt ist es so, wenn die Karte auf der 1 liegt, zahlt ihr 1, dann so geht es eben munter weiter. Und wenn die Karte auf der 5 liegt, dann dürft ihr 2 Tiere ausspielen und bekommt sogar noch einen Ruf dazu. Was bedeutet aber Tierkarten von der Hand oder in Rufreichweite ausspielen? Naja, die Rufreichweite habe ich euch ja vorhin schon erklärt. Also nochmal angenommen, ich stehe jetzt hier auf Ruf 8. Dann darf ich jetzt nicht nur Tiere in meinen Zoo spielen, die ich in der Hand habe, sondern ich darf auch Tiere ausspielen, die tatsächlich hier innerhalb meiner Rufreichweite liegen, also die in dem Aktenordner liegen, auf dem ich gerade stehe, oder eben in darunterliegenden Aktenordnern. Die stehen mir auch zur Verfügung, um die auszuspielen. Das Problem ist nur, die darf ich zwar ausspielen, aber ich muss natürlich trotzdem die Voraussetzungen erfüllen, die eben jedes Tier hat, bevor ich es ausspielen darf. Und ich muss aber noch einen Bonus bezahlen. Und zwar einen Bonus in Höhe der Nummer des Aktenordners, in dem sich dieses Tier gerade befindet. Heißt quasi, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Abgottschlange spielen wollen würde, dann würde die grundsätzlich mal 16 Geld kosten. Aber nachdem ich die hier aus der Auslage spiele und nachdem das hier in diesem 4. Aktenordner liegt, müsste ich jetzt, wenn ich dieses Tier von dort spielen wollte, 20 Geld für diese Schlange bezahlen. Wie läuft das jetzt mit dem Ausspielen von Tierkarten? Ich habe euch die Anatomie von den Tierkarten ja vorhin schon erklärt. Müssen wir nicht nochmal machen. Also die Tiere haben bestimmte Voraussetzungen, damit sie ausgespielt werden dürfen. Die Voraussetzungen müsst ihr alle erfüllen. Also als Beispiel, ich habe hier Tierkarten in der Hand. Der Karakal braucht eben ein Gehege mindestens in Größe 2, kostet mich 9 Geld. Und wenn ich dann diese Voraussetzungen habe, dann darf ich diesen Karakal einfach hier in meinen Zoo legen. Ich führe dann die Aktion noch aus. Ich steigere den Attraktionswert meines Zoos. Ich kriege bestimmte neue Symbole dazu. Also das habe ich euch ja vorhin schon erklärt. Wenn ihr Karten ausspielt, dann schaut ihr auch, dass ihr die einfach so auslegt, dass ihr einfach nur diese obersten Zeilen freilasst, damit ihr dann einfach nur seht, welche Symbole euch die jeweiligen Tiere oder die jeweiligen Sponsoren geben. Da könnt ihr dann ein bisschen platzsparender eure ganze Auslage hier gestalten. Aber so funktioniert letztendlich das Ausspielen aller Karten. Wie gesagt, bei den Sponsorenkarten ist es genau das Gleiche. Das Einzige, was ein bisschen unterschiedlich ist, das ist tatsächlich dann die Artenschutzkarten. Aber da kommen wir dann später dazu, wenn wir uns jetzt die Aktion Verband genauer anschauen. Kleine Geschichte noch, die wir in unseren ersten Partien immer mal wieder vergessen haben. Wenn ihr denn jetzt aber ein Tier in eurem Zoo ansiedelt, dann sucht ihr natürlich auch ein Gehege aus, in dem dieses Tier logischerweise dann beheimatet ist, und dann dreht ihr das jeweilige Plättchen auf die Belegtseite. Also ihr seht schon, es gibt eine Seite, da steht die Größe des Geheges drauf. Das ist quasi ein leeres Gehege. Und wenn das Gehege dann mit einem Tier belegt ist, dann dreht ihr das eben auf die farbige Seite um und dann seht ihr, hey, das ist ein fertiges Gehege, in dem jetzt letztendlich auch ein Tier beheimatet ist. Dann sind wir bei der Karte Verband. Die werde ich euch jetzt natürlich auch mal von Namen zeigen. Die Verbandskarte: führe eine Verbandsarbeit mit Wert von maximal X aus, also mit dem Wert des Platzes, an dem die Karte liegt. Das muss ich euch jetzt mal genauer erklären. Was bedeutet denn führe Verbandsarbeit aus? Verbandsarbeit ausführen bedeutet, dass ihr einen freien, aktivierten Verbandsmitarbeiter von eurem Notizblock auf einen der freien Plätze hier auf diesem Verbandstableau legt. Und ihr dürft immer nur die Plätze verwenden, die eben der Stärke eurer Verbandskarte entsprechen. Also Beispiel, meine Verbandskarte liegt jetzt auf der 3. Das bedeutet, ich dürfte jetzt 2 verwenden oder 3 verwenden. Ich dürfte aber nicht 4 oder 5 verwenden. Das bedeutet, ich könnte jetzt meinen Verbandsarbeiter entweder hier auf die 2 legen und könnte sagen, okay, ich nehme mir jetzt einfach mal 2 Ruf, dürfte jetzt hier meinen Rufmarker von der 1 auf die 3 stellen. Das wäre die eine Option. Oder ich nehme tatsächlich hier den Platz auf 3. Und jetzt zum Beispiel, was habe ich vorhin gesagt, ich brauche irgendwie Asien oder nein, ich brauche Europa für den Storch zum Beispiel. Da würde ich mir jetzt dieses Europa-Symbol nehmen und würde jetzt tatsächlich diesen Partner-Zoo hier ablegen. Und dieser Partner-Zoo bedeutet, jedes Tier, was dieses Europa-Symbol abgebildet hat, dürfte ich jetzt für 3 Geld weniger kaufen. Also, das wäre quasi die Möglichkeiten 2 und 3.
Wichtige Geschichte noch dazu, das ist dieses Symbol, was hier oben abgebildet ist. Wenn ihr nochmal eine Verbandsaktion machen wollt, bevor es in die nächste Pause geht, dann dürft ihr nicht noch einen zusätzlichen Verbandsmitarbeiter hier abstellen, sondern wenn ihr die gleiche Verbandsaktion nochmal machen wollt, braucht ihr zwei Verbandsarbeiter. Das steht aber hier oben auch abgedruckt. Das mal nur nebenbei. Wenn ihr denn jetzt die Verbandsarbeit von Stufe 4 spielt, dann dürft ihr jetzt euch hier auch eine Universität nehmen und die hier drüben ablegen. Funktioniert genauso wie mit den Partnerzoos. Oder wenn ihr hier auf der 5 ankommt, dann dürft ihr ein Artenschutzprojekt machen. Ihr nehmt einen eurer Marker, der hier auf der linken Seite eures Zooplans liegt, und legt eben diesen Marker auf eins dieser Artenschutzprojekte, was hier ausliegt. Wichtig ist eben nur, dass ihr die Voraussetzungen, die dieses Artenschutzprojekt erfordert, natürlich mit eurem Zoo und euren Karten erfüllen müsst, damit ihr das denn tun dürft. Das ist so ein grundsätzlicher Überblick über das, was ihr jetzt mit der Verbandskarte auf Level 1 machen dürft. Aber auch die Verbandskarte hat natürlich noch ein Level 2. Was ihr natürlich auch machen dürft, wenn ihr Verbandsarbeit macht, ist, dass ihr eigene Artenschutzprojekte ausspielen dürft. Ja? Ihr legt euer Artenschutzprojekt hier immer auf den ganz linken Platz. Wenn hier schon eine Karte liegt, wird die weitergeschoben. Und je nachdem, wie viele Mitspieler mitspielen, werden dann auch die letzten Karten einfach abgelegt, wenn es zu viele werden. Also wir spielen zum Beispiel zu dritt. Wenn hier schon drei Karten liegen und ich lege ein neues Artenschutzprojekt dazu, werden alle Karten nach rechts geschoben und die Karte, die ganz rechts vorher eben auf der 3 lag, wird einfach abgelegt. Dieses Artenschutzprojekt steht dann nicht mehr zur Verfügung. Aber prinzipiell funktioniert das dann genauso wie die Artenschutzprojekte, die schon ausliegen. Auch hier kann ich dann Marker ablegen, die ich dann hier von meinem Zooplan wegnehme und auf die jeweilige Karte lege und dann entsprechende Benefits dafür bekomme. Wichtig ist natürlich auch, dass jedes Projekt nur einmal unterstützt werden kann. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr unterstützt jetzt dieses australische Projekt, dann dürft ihr deshalb natürlich auch nur einmal unterstützen und tatsächlich auch nur einmal diesen Bonus dafür bekommen. Aber diese Verbandskarte hat natürlich auch ein Level 2. Wie schaut das Level 2 dieser Verbandskarte aus? Also führe eine oder mehrere verschiedene Verbandsarbeiten mit dem Gesamtwert von maximal dem Anzahl der Stärke unseres Kartenplatzes aus. Du darfst zusätzlich eine Spende vornehmen. Was es mit den Spenden auf sich hat, das erzähle ich euch gleich. Du darfst Artenschutzprojekte auch in Rufreichweite mit Zusatzkosten ausspielen. Also, wir fangen mal mit dem letzten an. Rufreichweite haben wir ja schon erklärt. Ihr steht hier in einem dieser Ordner über euren Ruf. Dann dürft ihr tatsächlich auch das Artenschutzprojekt ausspielen oder eins der Artenschutzprojekte ausspielen, was hier liegt oder was in Rufreichweite liegt, also in eurem Ordner oder darunter. Natürlich wieder mit den Mehrkosten, die hier auf dem Ordner abgedruckt sind, das ist logisch. Aber was bedeutet denn Spenden ausführen? Also, wenn ihr eure Verbandskarte jetzt auf Stufe 2 abgegradet habt und ihr habt eine Verbandsarbeit durchgeführt, dann dürft ihr natürlich auch spenden. Und das funktioniert folgendermaßen. Ihr seht ja hier diese Spendenleiste. Das bedeutet, ihr dürftet jetzt den kleinsten freien Betrag, also in unserem Fall 2, müsstet ihr tatsächlich bezahlen. Also ihr müsst das Geld natürlich auch wirklich abgeben. Ihr müsst ja Geld spenden. Und dann dürftet ihr aus eurem allgemeinen Vorrat einen eurer Marker hier so drauflegen, dass quasi dieses Feld mit dem Geld bedeckt wird. Und ihr bekommt aber natürlich als Benefit davon einen Punkt, den ihr auf eurer Artenschutzleiste weiterziehen dürft. Ja? Das dürft ihr aber erst dann machen, wenn ihr eure Verbandskarte auf Level 2 habt. Deswegen gibt es eben hier auch diesen roten Hintergrund, der signalisiert, dass ihr das eben erst machen dürft, wenn ihr abgegradet seid. Damit bleibt uns jetzt nur noch eine Karte übrig und die letzte Karte, das sind die Sponsoren. Sponsoren, wenn ich die Sponsorenaktion spiele, bedeutet das, spiele eine Sponsorenkarte von deiner Hand mit Maximalstufe, eben die Stufe dieser Karte aus. Oder ich ziehe den Pausenmarker um eben diese Zahl weiter und erhalte genauso viel Geld. Das ist spannend, denn das ist tatsächlich eine Möglichkeit im Spiel, um an Geld zu kommen. Ich habe jetzt zum Beispiel die Sponsoren hier auf Stufe 4 liegen. Das bedeutet, ich dürfte jetzt natürlich auch den Pausenmarker um 1, 2, 3, 4 Felder vorziehen und dürfte mir 4 Geld aus der Bank nehmen. Oder ich dürfte natürlich auch aus meinen Handkarten
zum Beispiel diese Sponsorenkarte spielen, weil die Sponsorenkarte halt einen Wert hat, der kleiner oder gleich dem Wert ist, an dem meine Karte momentan liegt. Ich müsste jetzt natürlich nur gucken, dass ich die restlichen Herausforderungen oder Anforderungen der Karte erfülle. Dann könnte ich tatsächlich diese Karte jetzt hier spielen, weil sie eben einen Wert hat, der zu meiner Sponsorenkarte passt. Auch diese Karte hat natürlich eine Upgrade-Seite. Schauen wir uns mal die Sponsorenkarte Stufe 2 an. Da heißt es dann, spiele eine oder mehrere Sponsorenkarten von deiner Hand oder in Rufreichweite. Das habe ich euch jetzt schon ausführlich erklärt. Natürlich wieder mit den Zusatzkosten mit maximaler Gesamtstufe der Stufe dieser Karte plus 1 aus. Also momentan läge sie auf der 4. Das heißt, ich dürfte Sponsorenkarten im Wert von insgesamt 5 spielen. Und zwar nicht nur Karten aus meiner Hand, sondern eben wie immer Karten in Rufreichweite mit eben dem Bonus, den ich wieder bezahlen muss für die Rufreichweite. Oder natürlich wieder die Aktion, ich mache Pause im Wert meiner Karte oder ich bekomme zweimal den Wert meiner Karte in Geld. Solltet ihr irgendwann mal überhaupt keinen Bock haben, keine dieser Aktionen zu machen, dann dürft ihr als Alternative jederzeit die X-Marker-Aktion machen. X-Marker-Aktion bedeutet, ihr entscheidet euch für irgendeine eurer Aktionen, zum Beispiel für den Verband, völlig egal, nehmt diese Karte dann wie immer auf Position 1 nach vorne, führt aber die Verbandsaktion nicht aus, sondern nehmt euch stattdessen aus dem allgemeinen Vorrat einen X-Marker, den ihr euch hier auf euren Notizblock legt. Erinnerung nochmal, hier dürfen maximal 5 X-Marker liegen. Das heißt, ihr dürft im ganzen Spiel nie mehr als 5 X-Marker haben. Aber das nur als Erinnerung, nehmt eine der Aktionskarten, führt sie nicht aus, bringt sie aber nach vorne, schiebt die ganzen restlichen Karten zur Seite und nehmt euch stattdessen einen X-Marker. Das ist immer eine Option zum Ausführen der ganz normalen 5 Aktionskarten. Damit sind wir mit unserer Regelerklärung auch fast schon am Ende angekommen. Bevor ich euch jetzt die Spielendebedingungen und die eigentliche Zählweise des Spiels erkläre, noch ein paar wenige Informationen zu den Leisten, die hier außen rumlaufen. Also, wir haben ja hier die grüne Leiste, das ist die Artenschutzleiste. Die geht im Uhrzeigersinn hier herum. Und wenn ihr jetzt mit eurem Spielstein hier auf die 2 kommt, dann dürft ihr euch für einen dieser beiden Boni hier entscheiden. Wenn ihr hier auf die 5 kommt, dann dürft ihr euch für eine der 3 Boni hier entscheiden. Wenn ihr euch für eins der beiden Plättchen entscheidet, nehmt ihr das tatsächlich weg. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als erstes auf die 5 komme und sage, ich will eine Universität, nehme ich das weg und dann steht dieses Plättchen für alle Spieler, die nach mir da drauf ziehen oder da drüber ziehen, nicht mehr zur Verfügung. Nur die 5 Geld, die bleiben quasi übrig, wenn denn die anderen beiden Plättchen schon weg sind. Und genau das Gleiche gilt tatsächlich auch hier für die 8, weil hier ist es so, eins der beiden Plättchen, das wird weggenommen und übrig bleibt letztendlich nur noch die 5. So, und wenn wir jetzt auf der 10 angekommen sind, dann ist es tatsächlich so, dass wir uns für eine unserer beiden Zielkarten hier entscheiden müssen und die andere Karte wird abgelegt. Auf der anderen Seite beginnt die Attraktionsleiste und hier gibt es auch ein wichtiges Feld. Also wenn man noch unter 5 Attraktionen hat, gibt es eben diese Sonderfelder nicht. Also da gibt es eben Gift und Würgen und was es alles für besondere Aktionen gibt, diese achteckigen Plättchen. Die dürfen nicht eingesetzt werden, bevor man eben die 5 nicht erreicht hat. So, und diese letzte Skala, die hier außen rumläuft, das habe ich euch auch schon erklärt, das ist eben die Summe an Geld, die man bekommt, wenn man eben die Attraktion in dem jeweiligen Bereich erreicht hat. Und wenn dann die Pause abgehandelt wird, dann gucke ich, welchen Attraktionslevel hat denn jetzt mein Zoo? Und je nachdem, wo mein Marker steht, genau so viel Geld bekomme ich dann während meiner Pause. Wie lange wird denn das Spiel jetzt gespielt? Jetzt ist es tatsächlich so, das Spiel ist auch in der Schlusswertung ein bisschen komplexer als andere Spiele. Also es ist jetzt so, mein Artenschutzmarker bewegt sich ja jetzt in dieser Richtung um den Spielplan. Angenommen, ich wäre jetzt in der Zwischenzeit hier bei 31 angekommen. Mein Attraktionsmarker bewegt sich ja in die andere Richtung und ist jetzt zum Beispiel hier auf Platz 33 angekommen. Und es ist so, sobald der Artenschutzmarker und der Attraktionsmarker im selben Bereich sind, wie jetzt zum Beispiel hier, also dieser Artenschutzmarker, diese 31, umfasst ja jetzt hier die Bereiche,
33, 32 und 31 von der Attraktionsleiste. Also sobald beide in diesem selben Bereich sind oder vielleicht sogar ein Marker am anderen vorbeigezogen ist, dann endet für den Spieler, bei dem das passiert ist, das Spiel und alle anderen Spieler haben dann genau noch einen Zug. Den führen sie noch durch. Und dann werden noch alle Karteneffekte abgehandelt. Also dann gibt's ja zum Beispiel noch hier die Karte mit den Siegbedingungen, die mir ja zum Beispiel noch zusätzliche Artenschutzpunkte bringt und weitere Dinge. Also Fakt ist mal, dass ihr euch dann alle Karten anschaut, die ihr ausliegen habt und natürlich eure Endbedingungskarte. Und mit diesen Karten verschieben sich ja vielleicht die Marker noch. Also angenommen, ich hätte jetzt noch zwei Artenschutzpunkte dazu bekommen und das wäre jetzt die letzte Position meiner beiden Marker. Und dann wird aus dieser Position jetzt tatsächlich meine Siegpunktezahl bestimmt. Und wie wird das gemacht? Das wird folgendermaßen gemacht. Ich gucke mir die kleinste Zahl an, die im aktuellen Bereich ist, auf dem momentan mein Artenschutzmarker sich befindet. Also, mein Artenschutzmarker befindet sich jetzt momentan in diesem Bereich. Das heißt, die kleinste Zahl, die sich in diesem Bereich befindet, ist die 25. Und dieser Wert wird jetzt abgezogen von dem Attraktionswert, den ich tatsächlich erreicht habe. Das heißt, ich hätte jetzt hier 33 Attraktionspunkte erreicht, müsste jetzt 25 Attraktionspunkte abziehen. Das heißt, mein Endresultat für die aktuelle Partie Arche Nova wären plus 8 Siegpunkte. Das ist tatsächlich ein bisschen knifflig, aber wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, dann geht euch das auch in Fleisch und Blut über. Und natürlich ist es so, dass der Spieler, der die höchste positive Siegpunktezahl hat, das ist dann natürlich auch der Gewinner der aktuellen Partie Arche Nova. Einen kleinen Hinweis noch zum Schluss. Wenn ihr mal bei bestimmten Icons oder so nicht weiter wisst, es gibt hier auch ein sehr cooles Beiblatt, auf dem alle verschiedenen Symbole direkt nochmal aufgelistet und erklärt sind. Auf der Rückseite werden auch diese Tierfähigkeiten nochmal erklärt. Also allein dieses Beiblatt ist schon das komplette Geld dieses Spiels wert. Und es gibt natürlich auch noch einen Solo-Modus, aber die Regeln dieses Solo-Modus, das überlasse ich euch, die zu entdecken. Und das war jetzt eine wirklich, wirklich, wirklich ausführliche und lange Regelerklärung. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit eurer ersten eigenen Partie Arche Nova. Alter Verwalter, Arche Nova ist ein Brett. Und zwar ein Brett in jeder Perspektive. Also dieses Spiel ist ein einziger Superlativ. Und das bringt mich tatsächlich auch schon zu dem einzigen Manko, was ich habe mit diesem Spiel. Diese Schachtel hat so ein seltsames Format, dass ich locker eine Viertelstunde gebraucht habe und meinen kompletten Spieleschrank umräumen musste, bis ich dieses Spiel irgendwo untergebracht habe. Also räumt euch am besten jetzt schon in eurem Spieleschrank Platz für dieses Spiel frei, denn es ist nicht nur, was die Regeln und die Komplexität angeht, ein absoluter Klopper. Aber ich sag's euch jetzt schon, ihr solltet diesem Spiel den Platz in eurem Spieleregal gönnen, denn das ist ein Spiel, was in eurem Spieleregal bleiben wird. Warum ist das so? Also eins vorweg, das ist natürlich ein Kennerspiel. Das Regelwerk ist super komplex. Das ist ja auch nicht anders zu erwarten. Das hatte sich ja auch schon rumgesprochen, aber es hat trotzdem eine gewisse Logik. Also es gibt einige Dinge, die erklärt werden müssen, aber die greifen so optimal ineinander, dass wenn man mal den Mechanismus verstanden hat, muss man gar nicht mehr nachschauen. Also das geht dann schon relativ schnell von der Hand. Dafür bietet dieses Spiel aber natürlich strategische Finessen, strategische Tiefe, die ich so noch in wirklich relativ wenigen dieser Aufbaustrategiespiele erlebt habe. Also das ist wirklich super geil gemacht. Das Spielmaterial ist super schön, also es geht ja um Zoo und Tiere und deswegen kann ich natürlich auch erwarten, dass ganz viele Karten in diesem Spiel sich natürlich um Tiere drehen und auch dieser ganze Förderaspekt, da ist auch wirklich viel Forschung und Entwicklung und wirklich viel Umweltbewusstsein dabei. Also das Spiel, man merkt im Spiel natürlich auch so eine gewisse grüne Seele an, was auch wirklich sehr, sehr schön ist. Und damit sind wir beim Fazit angelangt und dieses Fazit würde ich jetzt mal tatsächlich ein bisschen zweiteilen. Also für Gelegenheitsspieler, die
Beispiel vielleicht Kräutergarten oder sowas spielen in ihrem normalen Spielerleben, glaube ich, ist dieses Spiel zu viel. Es ist ein äußerst komplexes Kennerspiel. Aber für Fans dieser Materie, für Fans von Aufbauspielen und für Spielefans, die mit so komplexer Materie etwas anfangen können, ist das der neue Goldstandard. Also das ist ein absolut fantastisches, komplexes, kloppermäßiges Aufbauspiel, was wir euch tatsächlich nur ans Herz legen können. Und damit vielen herzlichen Dank, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr neu auf unseren Kanal gestoßen seid, herzlich willkommen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und idealerweise vielleicht sogar die Glocke zu klicken, damit ihr aktiv informiert werdet, wenn es von uns etwas Neues gibt. Und bis zum nächsten Mal wünschen wir euch, wie immer, ein schönes Spiel.